Und willkommen zur Schlachtaufstellung. Wir schreibe mich nicht so an. Ich schaue mal, ob es irgendwas Interessantes gibt. Bleibt Information! Bleibt Information. Das sieht ja eigentlich schon ganz vernünftig aus. Die Fernkämpfer hier in hinterer. Alter, das ist. Ich kann das jetzt schon starten. Wir haben ja gesehen, wie schlecht die Gegner aufgestellt sind. Oh, die stehen auch gleich hier frontal. Das sind sie nicht. Wobei mir die wahrscheinlich eine größere Bedrohung. Irgendwo hier müssen die sein. Ich habe die Flaggen ausgemacht. Ach, das ist ja. Oh mein Gott. You're kidding me. Ja, gut. Dann schicke ich einfach mal die ganze Wallerei nach vorne. Ja. Nochmal, um den Satz zu beenden. Das passiert mir leider öfter. Ich habe die Flaggen ausgemacht, weil ich diese echt schrecklich finde. Wobei es hier bei den Römer geht's. Da diese ja doch eine recht eindeutige Uniform tragen und ja, sich relativ gut von den anderen unterscheiden. Es ist natürlich, es gibt Völker, die haben Nachbarvölker, da ist es schwierig, einen Unterschied auszumachen. Aber ich finde es halt störend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch so ein bisschen das ganze Interface ist. Es hat mir aber in den älteren Teilen besser gefallen. Aber gut, das ist halt eine stylische Frage. Ich will da jetzt auch nicht großartig drüber urteilen. Und ja, wir schauen mal. Ich spule schon mal ein bisschen vor, denn es wird nicht wirklich schneller, ein bisschen. Ja, es wird halt lautlos. Juhu, lautlos. Auch was ich ein bisschen vermisse, was nicht funktioniert, ist, wenn ich die Armee aufstelle, wie ich sie möchte, und das dann gruppiere. Und sie dann irgendwo anders hinsetzt mit der rechten Maustaste. Dass das nicht bleibt. Das war bei den alten Teilen nämlich auch so. Und das fehlt mir halt auch. Ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass sie die Formation beibehalten. Man kann sie nur beibehalten lassen, wenn ich hier unten eine Formation auswähle. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Und das ist schade, finde ich. Zumal ich diese ja eh umstellen sollte. Ich sollte ja vielleicht die Fernkämpfer nach vorne nehmen. Da ich ja jetzt als erstes auch Fernkämpfer treffen werde. Wobei das Problem natürlich auch ist, wo sind eigentlich die Ponys? Die stehen mit vorne, die Pferde, die Hunde. Okay, den möchte ich eigentlich auch mal im Einsatz sehen. Oh, könnt ruhig langsam machen. Halt. Muss nämlich aufpassen, die Steinschleuder haben doch eine extreme Reichweite. Und ja, jetzt auch einfach nur mal, weil die Schlacht sowieso recht uninteressant wird. Schicke ich jetzt mal die Hunde nach vorne und das auch mal so zu zeigen, denn ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich setze sie das erste Mal jetzt ein. Und bin mal gespannt. Wow! Alter Schwede, nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen, definitiv. Zumal die jetzt auch gar nicht auf die Hunde geschossen haben. Ja, im Endeffekt werde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich meinen Fernkämpfer mit nach vorne nehme. Normalerweise reicht es, jetzt die komplette Infanterie auszugliedern. Jetzt mache ich gerade einen Fehler. Und einfach ins Zentrum marschieren zu lassen, da diese ja doch ja eigentlich keine Gefahr zu erwarten hat. Auch sieht das geil aus, wie die auch so reinmarschieren. Ich spule natürlich wieder vor, wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine Pillepalle-Schlacht. Die Hunde ziehen sich irgendwie nicht zurück, kann das sein? Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit zurückziehen? Ja gut, dann sind sie weg. Also ich kann die neu aufstellen, aber die Hunde bleiben dort. Ich denke nicht, dass das vom Spiel so beabsichtigt ist. Und da kommen auch die nächsten, das sind wohl Speerkämpfer, die sich jetzt meinen Truppen entgegenstellen.
vermute auch fast. Macht sie fertig. Machen sie nicht. So weit von ihrem Herrchen weg, oder? Mit den Hunden ist ein bisschen merkwürdig gerade, muss ich sagen. Stürmt. Wir haben so eine zahlenmäßige Überlegenheit. Das ist alles in Ordnung. Denn wie gesagt, das ist keine große Schlacht hier. Da werden wir uns nicht mit Ruhm bekleckern. Das wird wohl auch nicht eine Einheit irgendwelche Erfahrungspunkte bekommen. Ach, eigentlich hätte ich die mit der Kavallerie chargen können jetzt. Naja, gut. Irgendwo ist ja auch gerade feindliche. Ach, das ist. Ah, ich will die hier langziehen, dass sie sich breiter verteilen. Ja, bam. Zack, zack, zack. Die werden jetzt wahrscheinlich alle so schnell in Panik geraten. Sehen meine Kämpfer ja noch nicht mal ein, gegen die zu kämpfen. Ja, doch. Sie werden zerstückelt. Kommt noch so ein bisschen Widerstand. ja. Macht sie kaputt. Bleib ruhig. Ja. Bin vom Schwere angeflattert. Und ja. Wir hissen unsere Flagge. Unser Banner. Ja, okay, es reicht, es reicht. Jetzt werde ich natürlich wieder das Problem haben, dass sich die restlichen Truppenteile dieser Familie oder dieser Nation. Oh, er hat ihn verloren, das ist aber tragisch. Ja, dass ich diesen jetzt mehr oder minder jagen muss. Okay, jetzt kann ich wieder vorspulen, dass ich hier diese Zeit schneller abbaut, mehr oder minder. Denn da ich diesen Punkt jetzt besitze, haben die nur noch eine gewisse Überlebenszeit. Ja, okay. Ja, schon mal die abschließenden Worte. Ist zwar jetzt schade, dass hier nicht viel passiert ist. Wir haben die Hunde mal gesehen. Und, ja gut, da hinten türmen auch welche. Ja, na gut. Und sonst ist, ja, die Schlacht vorbei und, ja, gut, wir haben gewonnen. Dann hoffe ich auch bis zur nächsten Schlacht, die ein bisschen spektakulärer wird.